Mit einem weiteren digitalen Projekt, das aus Lehrvideos und interaktiven Szenarien besteht, soll das Deutschlernen syrischer Flüchtlinge gezielt gefördert werden. Neben der korrekten Aussprache, die mit unseren kontrastiven Aussprachevideos eine besondere Unterstützung erhält, sind es zunächst die Alltagsszenarien, in denen eine gute deutsche Sprechfertigkeit erforderlich ist. Dazu gibt es zahlreiche interaktive Alltagsszenarien, die nicht nur animiert, sondern auch mit den benötigten Vokabeln und Redewendungen verknüpft sind. Bei den bereits vorliegenden und von unseren Grafikern entwickelten Elementen handelt es sich um Szenen im Wohnzimmer oder im Café mit dem Bestellvorgang oder auch im Hotel mit den benötigten Anfragen und Redewendungen. Auch gibt es bereits Szenarien rund um das Auto und auch auf der Straße. Und wichtig sind die Alltagsszenen rund um Lebensmittel mit ihren Mengenangaben oder die Abläufe im Haus und im Garten, sowie alles rund um den Sport, sowie Szenen in der Schule oder der Hochschule. Mit animierten Darstellungen über die Vorgänge im Bahnhof, mit ein- und ausfahrenden Zügen oder auf dem Flughafen mit den Starts, Landungen und sonstigen Abläufen werden weitere wichtige Vokabeln und Redewendungen eingeübt. Und last but not least, auch der für jeden Menschen so wichtige Wetterbericht wird mit all seinen Begriffen dargestellt. Durch das Zusammenspiel von Aussprachevideos mit dem szenenbasierten Lernen von Vokabeln und Redewendungen kann nicht nur eine große Grundlage für das Fremdsprachenlernen gelegt werden, sondern es können, bedingt durch die hohe Modularisierung, auch Präsenzkurse durch immer neu hinzukommende Szenarien gezielt unterstützt werden.